Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur siebten Folge mit Train Life Arrival Simulator hier auf meinem Kanal. Wir sind hier in Frankfurt und ich rolle schon in Richtung München. Wir haben in der letzten Folge ja unsere erste Fracht in Frankfurt abgeliefert, haben dafür auch ordentlich Asche bekommen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir nach München kommen, beziehungsweise ich müsste theoretisch auch nochmal an der Servicestation anhalten. Jetzt bin ich die ganze Zeit überlegen, an welcher Servicestation ich das am sinnvollsten mache. Aber am sinnvollsten wäre hier Frankfurt Lagerhaus, weil da können wir einfahren. Da können wir einfahren und können dann den Zug wenden und können gleich weiterfahren Richtung München. Na, hat schon mal gar nicht. Wir fahren nach Frankfurt. Warte, da wollen wir hin. Frankfurt Lagerhaus, da einmal rein. Dann können wir da reinfahren, drehen den Zug und fahren in diese Richtung wieder aus. Da können wir nämlich den Zug dann auch tanken. Und dann geht's nach Frankfurt, nach München zur Kornmühle. So, wunderbar. Soweit, so gut. Wir fahren hier erstmal raus aus Frankfurt. Bin ich mal gespannt, ob wir das heute in der Folge überhaupt alles schaffen. War ich ein bisschen zu doll mit der Leistung. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Ich glaube, dass wir bis München durchkommen, bezweifle ich. Weil wir können ja nochmal gucken, ob wir nochmal eine andere Anlage hier unterwegs haben, wo wir vernünftig anhalten könnten. Also das Blöde ist, die Servicestationen, die sind keine durchgehenden Gleise. Ich würde das schon in Frankfurt machen, oder? Gut, wir fahren erstmal und dann gucken wir mal weiter. Mal leicht bergauf haben wir hier anscheinend. Und dann geben wir Vollgas. 100 ist erlaubt. Na, unsere Gleise sind frei. Da hinten ist schön die Skyline von Frankfurt zu erkennen. Ich habe immer noch keinen Knopf gefunden, mit dem ich das HUD ausmachen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da werde ich nachher mal im Discord nachfragen. Weil in Optionen gibt es dazu leider nichts, ne? Also Anzeigemodus randlos, erweiter Anti-Leising, das interessiert kein Schwein. HDR ist nicht verfügbar. Dann haben wir die Geräusche, die sind uns eigentlich auch egal. Wir haben das Gameplay natürlich. Totmannschalter, Klimaanlage. Da ist nix. Kamera wechseln, Zoom zurücksetzen, Signalhorn. Stationskommunikation, Tafel, Karte, Außenmenü. Also da haben wir aktuell noch nichts, um das auszublenden. Schade. Gerade noch mal gucken, wo der Totmannschalter war. Auf K. Alles klar. Muss ich ja gelegentlich mal drücken hier. Aber das ist wahrscheinlich das erste, was ich hier in der Lok einbaue, als Konfiguration einen größeren Tank. Damit wir weitere Strecken schaffen. Ups. Die 80 hätte ich sehen müssen. So, wie heißt das Ding, wo wir jetzt eigentlich hinfahren? Das ist das Lagerhaus. Okay, alles klar. Dann versuchen wir es mal. Frankfurt Lagerhaus, Zugang beantragen. Frankfurt Lagerhaus erwartet jetzt ihre Ankunft. Sie dürfen ein Eingangssignal ohne Anhalten passieren und unsere Einrichtung nach Bedarf nutzen. Das finde ich doch sehr schön.
der zuvorkommt von ihnen. Dann können wir da nämlich eben schnell den Zug nicht reparieren, sondern voll tanken und können, beziehungsweise die Lok voll tanken, können den Zug dort drehen und können gleich wieder zurückfahren. Und fahren wir einmal großzügig und haben den Frankfurter Bahnhof. Das ist natürlich schön gestaltet hier, dass man auch wirklich so jetzt erkennt, dass man in der Stadt rumfährt, ne? Das ist schon sehr schön gemacht. Dann lassen wir mal runterrollen auf 50. Oh, hier hätten wir eine Servicestation, da hätten wir den Zug aber rückwärts rausfahren müssen wieder. Da dürfen wir doch nochmal Gas geben. Dann wird es jetzt auch schön dunkel. Ja, dann gucken wir mal, was wir für 83.000 für Upgrades für diese Lok bekommen. Ein größerer Tank wäre natürlich schon sehr nützlich, ne, damit wir dann auch längere Strecken mit der Lok fahren können. Aber wir schauen mal. 83.000 haben wir auf dem Konto. Da ist ein bisschen was drin, denke ich mal. Komplett anhalten. Auf ins Service Center. Einmal voll machen. Ne, reparieren will ich hier noch gar nichts. Der Zustand ist noch wunderbar. Wir wollen tanken. 8.370 Dollar hat das Ganze gekostet. Und dann. Wieder einfach mal Niesanfällen gehabt hier. Kraftstofftank. Was haben wir denn jetzt aktuell für eine Kapazität? Wo sehe ich das denn? Also Lokomotive verwalten. Wir haben eine Maschine mit 2750 kW. Wir wollen den Tank sehen. 4300 haben wir aktuell. Also ist das der aktuelle Tank quasi. Verbesserung wechseln. Da können wir direkt den ganz großen reinkloppen. Ich würde sagen, wir. Plus 200 Liter für den Preis. Was ist denn jetzt hier der Unterschied? Also 1, 2, 3, 4. Achso, das sind für alle Lokomotiven hier, ne? Und wir haben ja die
Kann ich jetzt überall eigentlich mal SG6 SK, also das ist SG. Da müssen wir mal eine SG6. Also ist alles gesperrt hier noch, ne? Also können wir gar nichts umbauen. Können wir überhaupt irgendwas schon hier machen? Wir sind noch Stufe 2 oder 1 schon, oder? Okay, oh, hier können wir noch Kleinigkeiten, kleine Gimmicks kaufen. Das ist auch mal eine nette Geschichte. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. So, dann drehen wir das Ding um. Und dann geht's zurück zum Spiel. Also, jetzt bin ich aber schon. Jetzt, will ich mal kurz gucken. Wir sind doch eigentlich schon... eigene Fertigkeiten. Wir haben keine freigeschaltete Level. Sind wir immer noch Level 0? Ich dachte, wir wären schon höher im Level. Naja, okay. Also wir gehen mal kurz in die Map, machen den Punkt da weg. Ey, nimmt er jetzt automatisch nicht den neuen Punkt da? Was für ein Blödsinn. Dann fahren wir zur Kornmühle. Also beim Tank sollten wir auf jeden Fall jetzt mal hinkommen. Also Bremse lösen. Und auf geht's. Und dann geht es jetzt Richtung München. Müssten wir in dieser Folge eigentlich schaffen. Das sollte machbar sein. Wir fahren jetzt einen relativ großen Umweg über Mannheim. Mannheim müssen wir durch den Hauptbahnhof einmal durch. Da müssen wir dann Zugang wahrscheinlich erbitten. Und ums Lagerhaus fahren wir rum. Alles klar, das passt soweit. Ich dachte, wir wären schon Level 3 oder so. Aber mich stört es ja nicht, wenn man ein bisschen mehr machen muss, um auch wirklich die Level zu erreichen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung dann auch. Aber da müssen wir halt mit einem kleinen Tank erstmal auskommen. Aber 4300 Liter ist eigentlich schon eine Menge Tank. Das sind 4,5 Tonnen fast. Das können wir auf jeden Fall ausschalten. Der Totmannschalter. Mit der Punkt vorne, den kann man auch nicht ausmachen. Stört mich nämlich auch ungemein. Jetzt wechseln wir einmal die Gleise. Und da bleiben wir dann auch. Warum jetzt hier 4 Gleise waren, das weiß man wahrscheinlich auch nicht. Aber von da oben kamen 4, ne? Okay, wir haben hier Überwerfungsbollwerk gehabt. Okay, alles klar, das passt soweit.
So, Wildwechsel. Aufgepasst. Ein sich nähernder Zug wurde entdeckt. Nee, war doch alles richtig. Hä? Bist du doof? Warum habe ich jetzt eine Strafe dafür gekriegt? Der Zug ist mir doch im Gegengleis entgegen. Also um. Bist du doof? Und der Blödsinn. Das ergibt jetzt für mich keinen Sinn. Okay, also Zug auf dem Radar muss man dann immer damit rechnen, dass das nächste Signal rot ist. Also da vorsichtshalber schon mal bremsen. Ergibt aber eigentlich keinen Sinn, weil wir wären ja sauber aneinander vorbeigefahren. Na, dann geht's Richtung München. Zug ist weg, wunderbar. Wie lange haben wir eigentlich noch für den Auftrag abzuschließen? Das kommt mal hier gucken, ne? Unternehmen. Eigener Zug. Wann soll das Zeug da sein? Das stand doch hier irgendwo. Irgendwo stand das, konnte man das sehen? Bei den Szenarien, da kommen wir auch nochmal drauf in den nächsten Tagen. Irgendwo kommt man das sehen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo muss man ja sehen können, oder müsste man sehen können, wo man das Zeug angebracht werden muss. Weil es gibt ja einen Zeitbonus auch für abgelieferte Frachten. Jetzt werde ich mal schon mal hier Mannheim Hauptbahnhof Zugang beantragen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Es gibt Gas hier.
Schon wieder 80. Und wieder 120. Dürfen wir auf den Weichen immer nur 180 fahren? Oder also immer nur noch 80 fahren? Oder was ist hier los? Ob wir das mit München schaffen in der Folge, das bezweifle ich ein bisschen. Ich glaube, da werden noch mal zwei fällig für die Nummer. Und wir schauen mal. Guck mal, wir sind jetzt noch nicht mal in Mannheim. Wir sind noch nicht mal um die Kurve rum. Mal gucken. Also die Strecken noch ein bisschen länger, als ich mir das vorgestellt habe. Mein Service Center hat ja auch Zeit gekostet, dass wir da mal kurz rein mussten, aber tanken muss halt sein. Hat ja keinen Sinn, wenn wir uns abschleppen lassen müssen, weil wir keinen Sprit mehr haben. Ich denke mal, bis Mannheim kommen wir auf jeden Fall mal heute. Ist ja schön, wenn man ein bisschen fahren kann. Für so ein Let's Play halt nur ein bisschen doof. Nehme ich mal die Leistung raus, bis wir das Tier entdecken. Und ich muss noch mal gucken, wo mein Horn war. Hab ich auch wieder vergessen. Na, ein Horn auf X, alles klar. Was mit den Tieren im Gleis, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon besser als in der ersten Version, die ich damals gespielt habe. Da hat man das ja ständig gehabt. Da kann man ruhig nochmal ein bisschen Leistung aufschalten. Das Viech ist noch weit genug weg. Jetzt nehmen wir die Leistung raus, 500 Meter noch. So, wo ist der Vieh? Ach, auf dem Gegengleis ist das Vieh. Und da ist es weg. Auf geht's. Wir geben wieder Gas. Das hält natürlich auch immer so ein bisschen auf, wenn man für sowas bremsen muss. Eine Thumbnails hier für das Let's Play ist unheimlich schwer, weil wir halt nicht viel Auswahlmöglichkeiten haben. Was die Kameraperspektive betrifft, weil wir haben eine relativ starre Kamera hier aktuell noch. Da würde ich mir so ein bisschen was frei Bewegliches wünschen. So, jetzt fahren wir wieder im Weichenbereich. Da ist wieder 80. Und dann sind wir schon vor den Toren von Mannheim. Gucken, ob ich hier was wiedererkenne. Das ist ja hier mein täglich Brot. Das Städtchen hier. War der Victoria Tower da hinten? Den erkennt man schon. Einmal den Todmann drücken. Die 50, die waren jetzt nicht vorangekündigt. Oder es war ja die Vorankündigung, genau.
Okay, können wir gemütlich rollen lassen, das sollte klappen. Oder auch nicht. Ah, Zugang zum Bahnhof war schon mal eine gute Idee. So, dann sind wir in Mannheim. Also Victoria Tower erkenne ich auf jeden Fall schon mal. Das ist das Ding. Dieser Turm, da ist der Victoria Tower. Der da. Nicht 100% original, aber es ist okay. Der Hauptbahnhof. Ja, ein paar wenig Gleise. Ob ich noch was erkenne, wenn ich jetzt hier rauskomme. Gib mir nochmal wieder ein bisschen Gas. Ah, nö, so richtig was wiedererkennen auf der Seite tue ich jetzt nicht unbedingt. Der Bahnhof passt aber ganz gut. Das Bahnhofsgebäude. Nicht 100%, aber es passt. Gut, gehen wir wieder ins Cockpit. Und dann würde ich mich hier verabschieden und in der nächsten Folge fahren wir dann bis nach München durch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Den Daumen nach oben nicht vergessen. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und dann geht's bis nach München durch, würde ich sagen. Bis dahin reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.